Hallo meine Freunde, auch wieder mit der Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor, und das Toilette ist immer noch besetzt. So, wir wollen einfach weitermachen mit den Kämpfen, weil das ist ja hier das Hauptthema. Du möchtest du Kämpfe anmelden? Also gut, dann nächster Gegner ist gegenwärtig auf Rang 6, das Fuzzy-Trio. Und für den Kampf darfst du... Oh, warum? Why? Why diesen ganz... Warum immer das Blöde darfst du in der ersten Runde nicht angreifen? Bullshit. Was zieht das nur unnötig in die Länge? Ich hätte eigentlich... Na egal, ich darf eh die ersten drei Runden nicht angreifen. Von daher ist das Ralle. Moment. Der Kampf von Kampf sind der Kraken der Bombe Luigi und die unersättlichen Sauger, die das Fuzzy-Trio. Bombe und ich sind unschlagbar. Fuzzy. Wir werden euch aussagen. Fuzzy. Let's fight. Yay. Mhm. Ah, das war jetzt falsch. Yay. Ich wollte eigentlich Austausch machen. Yay. Das ist voll schwer. Ich hasse das übrigens. What the fuck? Wie viel Schaden macht der? Und der saugt Blütenpunkte ab. Okay. Why not? Scanner ist ein normaler Fuzzy. Okay. Yay, ist gut. Das ist ein Waldfuzzy. Waldfuzzy finden sich meist, nun ja, im Wald. Messmarke der Führung auf 3. Normalerweise saugen sie seine Kappe, um sich selbst zu regenerieren. Oder die Saugen fühlen sich ziemlich eklig an. Oder wird das vielleicht besser, wenn man sie erst einmal daran gewöhnt hat? Waldfuzzy können sich auch teilen. So hört sich die... Oh Gott. Super. Finde ich schon geil. Schaueinlage. Yay. No. Sollte das lieber mit A machen. Mit B bin ich zu schlecht. Ja. What the fuck? Okay, das ist die letzte Runde, wo ich nicht angreifen darf. Gut. Das ist eine Wiesenfuzzy. Wiesenfuzzys haben eine recht hübsche Färbung. Maximum Angriff 3, Verteidigung 0. Wiesenfuzzys saugen im Kampf unsere BP ab. Also passt in ihre BP-Wert. Wenn sie fast in magischen Attacken. Da sollten sie also vorher besiegen. Ah, das ist es. Die Blütenpunkte machen die Wiesenfuzzys so hübsch. Ist doch klar. Ja, ist klar. Absolute Logik hier bei Mario. Yay. Ach komm. Super. Da fliegt die Heilung weg. Ja, komm. Yay. Na komm. Yay. Oh Gott. Ich weiß nicht, wann ich da blocken soll. Ich find's auch nicht lustig, dass er seine... Yay. So. Du kannst jetzt übrigens mal wieder verschwinden. Und du... Der Gegner schlägt. Ach, das ist gleich wie so. Ach du Scheiße. Yay. Einer direkt weg. Schade. Der teilt sich, ja. Jawohl, sehr gut. Der greift an. Saugmatz. Bams. Oh, Wirbel. Komm. Verdammt. Die ist halt nicht gekloppt.
Ach, erhöht Verteidigung. Na komm. Zauberorientiert Schaden. Sehr schön. Ich habe trotzdem noch 3 Schaden gekriegt. Galt das jetzt nur für Mario oder was? Yeah, hämmer die Taste. Hey. Reicht. Absolut ausreichend. Und der Hammer. Sehr schön. Da 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 da. 99 Sternpunkte. Ich packe es nicht. Sehr gut. Gewinner ist Bomberluigi. Ja. Sieht ein bisschen kaputt aus. Leicht. Bitte deine Gage. Yay, 13 Münzen. Jo. Nächste Mail oder nicht nächste Mail? Das ist die Frage. Hey Bomba. Totskova hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan vorbeigebracht. Ein Kuchen. Hm, sieht wie lecker aus. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Möchtest du den Kuchen essen? Klar. Also Mahlzeit. Der leckere Kuchen hat ihn. Deine Kräfte regeneriert. Wow. Hat sogar die Sternpunkte aufgefüllt. What the fuck? Okay. Das ist heftig. Also machen wir erstmal die Kämpfe weiter, bis wir wieder eine schöne Nachricht kriegen. Warte, Bomba, du möchtest also einen Kampf annehmen. Folgende Gegner, es ging weiter Rang 5. Du kämpfst gegen die Kamek-Dämonen. Im folgenden Kampf solltest du keine Items benutzen, mach ich sowieso nicht. Der echte Kämpfer verlässt sich. Ja, ist okay. Keine Items ist gar kein Problem. Ich habe ja noch meine Sternkraft, die sich gerade voll aufgeladen hat und die werde ich eventuell brauchen. Na komm. Misch, gib mich Gegner. Na komm. Lass mich dich anquatschen. Und dann lass mich hier raus. Na komm. Ah. Kamex. Wer hätte es erwartet? Die Gegner der Folgen kamen sind der Kraftwerkkämpfer Bomba Luigi und die finsteren Fiese. Die finsteren Finsterlinge, die Kamek-Dämonen. Also dann, bist du bereit? Ich bin bereit, ich bin bereit. Lass mich wundern, dass echte Magie alles vermag. Let's fight. Okay. Schauen wir mal. Du darfst keine Items benutzen. Kein Problem. Bremse. Ach, den Fliegenden erwische ich nicht. Okay. Kein Ding. Bombs. Schon mal einer weniger. Okay. Die sind ziemlich stark. Hm. Fuckt it. Sprung. So. Schade. Aber hätte mir nichts gebracht. Ich ja. Ich hab nicht volle Sternpunkte. Rams, Rams. Yay. Und damit kriegen wir ein Level Orb. Yay. Und was nehme ich? Ich glaube. Ja, OP. Ich habe eigentlich keine Ohren, die ich im Moment wüsste, ich anlegen soll. Nimm mal KP. Bombs. KP. So. Der Gewinner ist Bomba Luigi. Es ging ja mit links. Yo. Mario. What the fuck? Bowser? Was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Kämpfer. Bomba scheint ja eine Menge Feinde zu haben. Eine unglaubliche Wendung. Dass ich ausgerechnet dich hier in Falkenheim treffe. Tja, manchmal hat man eben wirklich Glück. Und bevor ich mir das Sternjuwel schnappe, bekommst du auch noch deine Lektion. What? What? Wow, heute zeige ich dir, was wirklich in mir steckt. What? What? Den will ich auf jeden Fall scannen. Mal komm. Welche Nummer hat er denn? Das ist Bowser.
Aber da, was macht der denn hier? Maximal Kalibri 30, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Ein gefährlicher Gegner. Balancefies ist sein giftiger Biss. Danach sinken deine KP ganz langsam. Nach seiner Sprungattacke kannst du bestimmte Techniken nicht mehr benutzen. Konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Yo! Kann ich ihn auf ihn draufspringen oder eher nicht so? Versuchen wir lieber den Powerhauer. Yay, der macht gut Schaden. Okay, das macht keinen Schaden. Wir nehmen Arona, einfach weil sie die meisten HP hat. Hab ich gebissen. Drecksack. Powerhauer, go. Roms. Hey, mein Publikum haut ab. Güssing nach raubt im KP, um Ringe zu heilen. Okay. Yay. Hat 4 Schaden gemacht, das ist sehr gut. Schwein gehabt. Powerhauer. Bom, bom, bom. Yay. Gucken wir mal, was der Body Slam macht. Ja, er macht ihn platt. Ah, typisch Mario. Findest du das eigentlich gut, deinen Gegner so fertig zu machen? Wow. Locker bleiben, Bowser. Locker bleiben. Ganz locker bleiben, mein Freund. Okay. Ums. Und. Tudu. Na, wenn wir einen Power hauen, dann passt das schön genau. Rums. Das war Bowser. Der bringt ja mal 25 Sternpunkte. Ne, 15. Nicht mal 25, 15. What the fuck? What the fuck? Okay. Das ist ja unser Bomber. Der unbekannte Kämpfer liegt besiegt am Boden. Du bist unschlagbar, Bomber. Du warst gespannt auf deinen nächsten Kampf. Aber für heute ist... ja, hat man schon. Okay. Bitte deine Gage. Dankeschön. 15 Münzen erhalt ihn. Oh, ich dachte auch an 5. Ja. So. Einer muss man ihn lassen. Er hat ein Talent für dramatische Auftritte. Yo. Ist klar. Da beginnen wieder Zorro. Weil Baum. Moment, dann kam das Level up jetzt gerade voll übelst lucky. What the fuck? Wie geil ist das denn? Ich bin quasi in Bowsers Kampf mit allem voll reingegangen. Das ist sehr geil. So, wollen wir mal gucken. Hallo, du müsstest dich zum Kampf anmelden. Also gut, dann ist der Gegner. Es ging wirklich auf Rang 4. Du kämpfst gegen Lanzissimo. Oder what the fuck? Wenn ich wüsste, was Lanzissimo ist, aber Zorro ist ja relativ flexibel. Aber da, was ist los? Relativ flexibel, was das angeht. Er kann ja sowohl Luft- als auch Bodeneinheiten angreifen, deswegen ist er eigentlich ganz gut. Und die machen Stacheln nichts aus. Es ist... Moment, den Typen kenne ich. Gegen den Fangkampf ist der Krawallklammer Bomboloichi und der Hüter der Finsternis Lazissimo. Na komm. Bis zum letzten Mal das Licht des Tages erblicken. Der sieht irgendwie creepy aus. Let's fight. Okay. Wollen wir mal schauen, was der so kann. Und der kann wahrscheinlich nicht viel. Ich sehe schon, dass ich nicht auf ihn drauf springen darf. Okay. Roms. Hat eine Verteidigung von 0. Roms. Und er macht ziemlich viel Schaden. Wow.
Ich hoffe mal einfach, dass er jetzt nur 20 HP hat oder sowas. Dass ich ihn jetzt einfach platt kriege. Das ist fies. Das war so fies, dass ich mich jetzt tatsächlich heile. Yay. Ja, komm. So. Haben wir den Powerhauer. Und das war's schon. Sehr gut. Sehr schön. Erhöht die Sternpunkte und ich kriege statt 10, 20. Ne? Jawohl. Einfach mal 20 Sterne, 10 Sternpunkte extra abkassiert. Sehr schön. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Es ging ja mit links, auch wenn du ziemlich kaputt bist. Bitte deine Kaji. 15, 14 Münzen, steckt doch mal 4. Jo. Mail oder nicht Mail? Das ist jetzt hier die Frage. Nicht Mail. Oder doch da. Wir haben eine Mail für dich. Schauen wir mal. Jetzt Telefonzelle vor der Arena. Hey, schon wieder von dem X. Der will, dass wir jetzt zur Telefonzelle gehen. Aber wo war die... ich weiß, wo die Telefonzelle ist, aber erstmal, wie immer, einmal heilen. So. Ein Stückchen trinken. Es ist immer noch warm. Eieiei. So. Huch, was willst du denn? Hey Bomba, du kommst gerade recht. Ich werde dir einen Rat geben. Wenn du weiterhin so auf den erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Okay. Dieser glitzernde Kraftbrotz wagt es uns zu drohen. Aber wenn er uns droht, dann war die Mail von neulich vielleicht von ihm. Aber egal. Wenn, von wem die Mail kam. Wir sollten etwas vorsichtiger sein. Okay. Speichern. Yes. So, jetzt gehen wir noch zur Telefonzelle und schauen mal, was da abgeht. Mal looken. So. Yay. Warum? 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 Hat sich irgendwas verändert? Neues Poster? Nope. So, lass mich hier raus. Und zur Telefonzelle. Da weiß ich noch, wo die ist. Da habe ich mich aufgeregt, weil da ein Sternsplitter mal wieder voll fies versteckt war. Wie das hier öfters der Fall ist in dem Spiel. Das ist voll übel. So, hier vorne war die, ne? Da ist sie. Oh, ein Schlüssel, wie unauffällig. Neuer Schlüssel öffne. Okay. Ah. Natürlich. Geh ins Lager neben Clubons Büro X. In das Lager? Gehen wir hier hin. Geh hier hin. Geh dorthin. Langsam wird das mir ein bisschen zu bunt mit dem. Okay. Schauen wir doch mal. Ja, Zorro ist ein echt praktisches Transportmittel, auch wenn es aussieht, als wenn Mario doch ein bisschen sehr viel wiegt. So. Yes. Aber mit dem hat man einen richtig schönen Speed drauf. Das ist, glaube ich, sogar schneller als in Paper Mario 1 mit den Dingens, ne? Mit der Drehtechnik. Hm. Du weißt also nicht, wer hier hereingekommen ist. So ist das, Totskova. Ich habe Geräusche gehört und die aus dem Zimmer kamen. Hm, okay. Überlass es mir und geh zurück an deinen Platz. Und sprich mit niemandem darüber. Okay. Auch nicht mit deinen Klonen, die überall rumstehen. So, du, was hast du hier denn hier verloren? Halt dich fern vom Horten, an denen du nichts zu suchen hast. Okay. Habe ich sie gerade mit einer männlichen Stimme gesprochen? Oder mit einer raueren Stimme? What the fuck? Ich würde mal sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal an, was wir hier im Lager finden. Und deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Iontor. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.